Herzlich willkommen zu meinem Sonntagswort heute. Im sonntäglichen Evangelium hören wir heute davon, dass Jesus für uns das Brot des Lebens sein will. Er will uns Kraft und Stärke geben. Euch möchte ich einladen, einmal zu überlegen, wo ihr anderen vielleicht Stärke geben könnt, Kraft und Freude für die anderen. Und ich wünsche euch dazu den Segen Gottes natürlich. Den Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Sonntagswort geht mit dem heutigen Wort in eine kleine Sommerpause und meldet sich im September zurück. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und von Gott behütet.